Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Ja, und heute ist die Ausgabe 5 von 91 dran, also vom Oktober 91. Und ich kann mich an dieses Magazin erinnern. Ihr kennt es wahrscheinlich vielleicht selber. Ihr habt damals irgendein Mediaprodukt gehabt oder ähnliches wieder vergessen. Aber sobald ihr ein Cover seht, zack, ist die Erinnerung da. Und man weiß ganz genau, das hatte ich. Genau diese Ausgabe hatte ich natürlich jetzt nicht. Ich habe mir die jetzt nachbesorgt. So langsam dünnt sich jetzt mein Vorrat an Club Nintendo Ausgaben auch ein bisschen aus, sage ich mal. Ich habe so gefühlt fast alle aus dem Zeitbereich, der mich jetzt interessiert, also so Game Boy bis Super Nintendo, Area, also Bereich, verdammt, Panda. Worte finden, Zeitbereich auf jeden Fall, irgendwie sowas, abgegrast, beziehungsweise die man noch so relativ häufig bei eBay zum günstigen Preis kriegt oder ähnliches. Deswegen schauen wir mal, wie ich dieses Format jetzt weitermachen kann, vielleicht auf andere Magazinarten ausdehnen, wobei ich bei denen jetzt keine nostalgischen Erinnerungen habe. Später, so auf N64-Zeit und sowas, werde ich persönlich nicht gehen, weil ich mich mit Nintendo 64 nicht wirklich auskenne und auch nicht großartig begeistern kann, ehrlich gesagt. Von daher fällt das so ein bisschen flach, aber ich überlege mir mal auf jeden Fall irgendwas. Ab und zu finde ich ja noch eine Ausgabe, die ich dann entsprechend kaufen kann. Und diese Ausgabe, als ich die gesehen habe, muss ich die sofort haben. Guckt euch mal diese geilen Titel an. DuckTales, R-Type, Kung Fu Master und ich habe im Inhaltsverzeichnis gerade schon gesehen, Fortress of Fear auch. Was wollt ihr mehr, Leute? Was wollt ihr mehr? Hammer. Ist natürlich von 91, das heißt Super Nintendo ist da noch nicht vertreten. Ich habe auch schon mal geguckt. Nur 50 Seiten. Am Anfang waren die Ausgaben echt noch klein, ne? Also teilweise zu Super Nintendo Zeiten, da haben die Dinge ja irgendwie 120 Seiten oder ähnliches, aber finde ich schon krass, ehrlich gesagt. Ne? Specials, DuckTales, R-Type, Game Boy, super Ding. NES-Spiele, Kabuki, Quantum Fighter, Boulder Dash, Sword und Serpents, Kickle, Cubicle, Game Boy, Fortress of Fear, Castlevania, Kung Fu Master, Dyna Blaster und Gargoyle's Quest. Freunde. Alles Hammer-Titel, bis auf das Castlevania, das wird das erste Castlevania sein. Das ist so, geht so, nenne ich es einfach mal. Aber genug der Vorrede, schauen wir mal rein. Und DuckTales, ja, das war wirklich ein Hammerspiel. Also ich habe als Kind DuckTales voll abgefeiert, in der heutigen Zeit auch noch. Ich habe jetzt sogar Disney Plus mal testweise abonniert momentan. Ne? Man ist viel zu Hause, viel streamen und so weiter. Da gibt es auch dieses Remake von DuckTales, das habe ich mir noch nicht so ganz reingeschaut, werde ich aber auf jeden Fall mal nachholen. Das hat natürlich so einen anderen Zeichenstil und so weiter, aber DuckTales war für mich immer so das Geilste irgendwie, weil ich war schon damals immer so ein bisschen geschichtlich interessiert und natürlich so dieses Kram in allen Zivilisationen, Abenteuer erleben und hin und da, das war auf jeden Fall meine Liebste aller Disney-Serien auf jeden Fall. Und das Spiel war super. Also ich hätte es damals nicht auf dem NES gehabt, sondern auf dem Game Boy, was im Prinzip dasselbe ist, halt nur ein bisschen runtergedampft auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall auch super spielbar, kann man nichts sagen. Ist im Prinzip ein sehr, sehr guter Plattformer und die Besonderheit ist halt, ihr steuert den Dagobert Duck. Ihr könnt mal springen und so weiter, aber er hat seinen treuen Stock dabei. Und damit kann er einen Pogo-Jump machen. Das heißt, so, kennt ihr schon diese Pogo-Stöcke, wo man sich so draufstellt und dann so hoch und runter hüpfen kann. Das kann er damit machen und damit kann man dann halt Gegner erledigen, indem man dann so drauf Pogo springt oder über Stachelfallen drüber pogot und so weiter. Herrlich. Wunderbares Spiel, hat auch sehr, sehr schönen Soundtrack. Das Moon-Theme hier vom Mond ist ja legendär bekannt und wird gedutzte Remixes, wird abgefeiert ohne Ende. Wie gesagt, ich hatte die Gameboy-Version, was im Prinzip wirklich exakt dasselbe ist. Also ihr habt verschiedene Länder, die ihr so Mega Man-Style-mäßig auch in verschiedenen Reihenfolgen theoretisch abschließen könnt. Auch da empfiehlt es sich natürlich, eine gewisse Reihenfolge zu bewahren, weil bei manchen müsst ihr erst so Schlüssel woanders finden und so weiter. Wunderschönes Spiel, ihr habt 5 Welten, genau. Ihr habt den Amazonas, Transsilvanien, afrikanische Minen, Himalaya und den Mond. Also wirklich alles super abwechslungsreich auf jeden Fall. Kann ich wirklich nur empfehlen, jeder, der irgendwie Plattformer mag, das war zu diesen goldenen Zeiten, wo Capcom, war doch Capcom, ne? Oder war es Konami? Ach, ich verwechsel die beiden immer, verdammt. Ich glaube Capcom, ne? Hat die Disney-Spiele gemacht und die haben ja einen Hit nach dem anderen rausgehauen, ne? Chip and Dale für das NES gab es damals ja noch und so weiter, also Hammer.
kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Hier die ganzen Level aufbauten. Transsilvanien war auch sehr interessant, weil es hier so Portale gab. Ne? Hier seht ihr vielleicht das so Spiegel und die führten halt so zu anderen Levelabschnitten. Und das war dann teilweise etwas verwirrend, aber hatte super viel Spaß gemacht, Freunde. Ich sag euch. Afrikanische Minen, die waren nie so mein Favorite Level. Himalaya, gut, das ist halt ein Eislevel. Der Mond war super. Und zwar schon bei den Leserbriefen. Das ging schnell. Spiele bestellen. Hallo Mario, ich habe heute meine Clubkarte bekommen. Ich möchte wissen, ob man bei euch auch Computerspiele bestellen kann. Bitte antworte bald. Ha, es ist leider nicht möglich. Ja, das würde man sich heutzutage, würde man sich das auch sparen, aber damals war der Einzelhandel natürlich noch maßgeblich auf jeden Fall. Ne? Oh, das ist auch eine schöne Zeichnung hier. Mirania oder Castlevania gab es ja diese Augen immer so ein bisschen. Ne? Sehr schön, ja. R-Type für den Gameboy. Das hatte ich damals sogar auch und ich habe es immer gespielt und gespielt und gespielt und gespielt. Ich kam nie weit. Ich spiele ab und zu gerne mal so ein Shoot'em up, aber ich bin halt gnadenlos schlecht in diesem Genre. Aber das Spiel habe ich immer mal wieder gerne gespielt, weil da die R-Type-Serie hat ja diese Besonderheit, dass ja jede Shoot'em up-Serie natürlich so ein besonderes Power-Up oder irgendeine Besonderheit, ne? Weil irgendwie müssen sie sich ja abgrenzen. Und dann gibt es halt diesen Satelliten, da kann man sich von vornherein so ein bisschen andöpseln und variantenreich den halt verwenden. Ne? Wenn man ihn hinten andöpselt, dann bietet euch da hinten Schutz. An der Seite fliegt dann mehr Feuerpower. Oder wenn ihr vorne dran stöpselt, dann habt ihr mehr, es ist eure Hauptwaffe besser. Irgendwie, so ungefähr im Kopf habe ich das ganz, ganz grob. Ich vergesse das halt immer wieder. Ich weiß auch nicht, wieso ich mir das nicht merken kann. Aber die R-Type-Serie ist halt legendär und ist halt relativ gut. Gut, da mag natürlich meine Nostalgie auch drüber sprechen, auf den Gameboy portiert worden. Das Besonderheit dieser R-Type-Serie ist ja, dass alles so ein bisschen organisch gestaltet ist. Ihr kämpft euch hier, dass sie sieht, wie man hier sieht, so ein bisschen. Ich halte es mal in die Kamera. Das sieht halt so etwas organischer aus, sage ich mal. Ne? So ein bisschen, ihr fliegt halt nicht unbedingt durch neutrale Raumstationen oder ähnliches. Nein, das sieht alles wirklich wie ein Organismus aus. Und dieses Grunddesign ist halt schon irgendwie ziemlich cool. Und na gut, das ist dieses Shoot'em'up natürlich sehr schwer, macht aber viel Spaß. Und auch natürlich hier die Bosse. Ich glaube, ich kam irgendwie bis zum dritten oder vierten Level. Ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt auch, glaube ich, kein Passwortsystem oder ähnliches. Ist. Aber schönes Spiel, hat allerdings ziemliche Slowdowns. Also man merkt, dass es relativ früh erschienen ist. Man wollte ziemlich viel erreichen. Ich glaube, hier so Stage 3, den Schiff kam ich immer, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber, keine Ahnung. sehr schwer. Slowdowns, da wollte man den Gameboy wahrscheinlich zu viel zumuten. Früh erschienen, wusste man noch nicht, wie man das optimieren kann. Kann ich euch aber eigentlich empfehlen, wenn ihr mal so ein Shoot'em'up spielen wollt und nicht so schnell frustriert seid, aber wenn ihr ein Shoot'em'up spielt, seid ihr früher oder später schnell frustriert, dann könnt ihr hier auf jeden Fall mal reinspielen. Ja, jetzt haben wir hier Kabuki Quantum Fighter. Ganz ehrlich, das Bild, das Cover sagt mir irgendwas, aber ich habe das Spiel echt noch nie gespielt. Das lass uns mal kurz zusammen gucken, was das Spiel ist. Es scheint auf jeden Fall irgendein Plattformer zu sein. Und dieser Kabuki, ich glaube, ich habe das irgendwo mal grundsätzlich gesehen. Dieser Kabuki, das ist so ein japanischer Rachegeist oder irgendwie sowas. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das sieht aber so ein bisschen Cyberpunk-mäßig aus, ehrlich gesagt. Aber auch nicht schlecht unbedingt. Hier, der Hund hat Hörner. Sieht irgendwie interessant aus auf jeden Fall. Ne? Hier verschiedene Mikrochip als Sonderwaffe und so weiter. Sieht interessant aus. Frage ich mich, warum das nicht so weit verbreitet ist. Kann ich leider überhaupt nichts zu sagen. Aber hier dieser Artstil, der gefällt mir eigentlich immer. Ne? Muss ich mir mal irgendein Video dazu anschauen oder ähnliches. Ah, ich sehe gerade hier fehlen Seiten. Och nein. Das ist halt immer das Blöde, wenn man hier irgendwie was bei eBay kauft und das nicht checkt. Sehe ich gerade. Hier fehlt in der Mitte etwas. Wie war es? Kabuki? Keine Ahnung. Wir haben hier ein abgeschnittenes Comic. Ne, fehlen ein paar Seiten. Wir hoffen einfach mal, dass da jetzt nur die Leserbriefe und so weiter waren. Und das Comic. Schade. Aber kommen wir zum mal Klassiker. Fortress of 4. Liebe Freunde,
Ihr wisst, dass ich das Spiel abfeiere und ich weiß, dass viele von euch das Spiel ebenso abfeiern wie ich. Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht warum. Weil wenn man das Spiel ja neutral betrachtet, ist es gar nicht so hammermäßig. Aber es ist, hat einen super Soundtrack, das ist unbestreitbar. Nicht umsonst hier in der Hintergrundmusik dudelt ja immer wieder ein paar Stücke von dem Spiel. Aber es ist auch einfach, das Sprungverhalten ist schon etwas komisch, das ist gewöhnungsbedürftig. Damit muss man sich auf jeden Fall drauf einlassen. Es ist halt wirklich nicht der beste Plattformer. Aber irgendwie so der Stil und so weiter, das hat sich irgendwie bei vielen in das Gehirn reingebrannt. Vielleicht, weil es eines der ersten Spiele für den Gameboy war und viele das natürlich zum Start. Guckt euch das Cover an, ich meine, das hat natürlich mit der eigentlichen Spielgrafik leider nichts zu tun. Aber es hat wahrscheinlich viele angefixt, das Spiel zu kaufen. Und das Sprungverhalten ist auch wirklich, das ist das größte Problem von dem Spiel, finde ich, dass das Sprungverhalten, das ist wie so Mondgravitation springt hier so. Und das ist halt manchmal schwer einzuschätzen und ihr müsst wirklich pixelgenau irgendwo stehen, um irgendeinen Sprung irgendwo hinzuschaffen und so weiter. Wenn man das halt sieht, man spielt einen Ritter in schwerer Rüstung mit einem Schwert, der sich irgendwie durch Sachen durchkloppt, dass man in so Sprünge so genau irgendwie gestalten muss, das widerspricht sich meiner Meinung nach irgendwie. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel schon. Schade, The Castlevania Adventure. Ja, das ist leider nicht so gut geworden. Es gibt ja, glaube ich, 3 Spiele auf dem Game Boy von Castlevania. Das zweite ist ziemlich gut geraten. Das hier ist relativ, ganz schlecht natürlich nicht, aber es ist auch nicht wirklich gut. Und das hat einen Grund. Ihr bewegt euch viel zu langsam. Ich weiß, die Castlevania-Serie ist bisher nicht bekannt oder war damals nicht so, dass man da jetzt irgendwie schnell wie Sonic durch die Level irgendwie gewascht ist oder ähnliches. Aber der bewegt sich so träge, dass es einfach keinen Spaß macht, ihn zu steuern. Und das ist halt ein großes, großes Problem natürlich. Ansonsten habe ich da auch, machen Sie aber hier ein Spiel nach dem anderen. Zack, 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 zack. Ist halt ein Castlevania-Spiel, aber ja, ich weiß nicht. Also, wenn ihr ein Castlevania auf dem Game Boy spielen wollt, den zweiten Teil. Der dritte Teil ist relativ selten und teuer. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf heraus gerade, ob der hier überhaupt erschienen ist. Aber der zweite ist auf jeden Fall gut. Wesentlich besser als der hier. Kung Fu Master, auch so ein Spiel. Ach, da hat sie der Vorbesitzer, das hat er wahrscheinlich auch, deswegen hat er dann X reingemacht. Das war auch eines meiner ersten Spiele. Da weiß ich noch, da habe ich mit meinem Bruder mein Taschengeld zusammengelegt und dann haben wir uns zusammen das Spiel gekauft, weil wir beide einen Gameboy hatten und dann haben wir es rauf und runter gezockt. Auch das ist ähnlich wie Fortress of Fear, neutral betrachtet gar nicht so ein geiles Spiel. Aber gerade weil es so ein frühes Spiel ist und naja, so, ihr seht das Cover. Kung Fu geht immer, vor der Pyramide, ja, Bruce Lee-mäßig. Ja, das Kampfsystem ist es halt ein Brawler, ihr kloppt euch durch Gegnerhorn, hier, ihr könnt Schlag, Kick aus der Hocke, Seite rückwärts, Sprung, Kick, Bombe, ja. Es klingt jetzt etwas, ihr habt so viele Variationen, aber im Prinzip habt ihr euch mit dem Schlag oder mit dem Kick meistens durchgekloppt. Das Salto ist einfach zu aufwendig, ständig zu machen, Sprung, Kick, okay, gut, aber das ist ja ein Tritt, wenn ihr springt quasi. Und habt euch im Prinzip durch die Gegnerhorn gemetzelt und die Gegnerhorn sind auch nicht so abwechslungsreich. Das Spiel könnt ihr wirklich in unter 10 Minuten durchspielen. Und gut, beim ersten Mal wird euch das nicht unbedingt gelingen, außer ihr seid wirklich Experten, was solche Spiele angeht. Aber ja, es ist auf jeden Fall nicht super schwer. Wir haben das ja auch letztens bei einem Retro-Battle gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wer sich das gewünscht hatte. Da kann man sogar relativ weit auf Anhieb. Wie gesagt, ist ein okayes Spiel, haben viele, viele in große Erinnerungen, aber auch neutral betrachtet wie Fortress of Fear ist es eher so, Hier haben wir 2 Spiele, die jeweils nur eine Seite bekommen haben, aber super sind. Diner Blaster hatte ich auch damals als Kind, habe ich gesuchtet ohne Ende. Ist im Prinzip Bomberman mit verschiedenen Upgrades, ne? Ihr kennt's, dass eure Bomben weiter bomben oder je schneller lauft und so weiter, ihr mehrere Bomben hintereinander legen könnt. Und das hat das so einen Story-Modus und ihr seht halt so im Prinzip hier die verschiedenen Abschnitte, die ihr dann durchspielen müsst und dann schaltet ihr dauerhaft ein neues Upgrade frei. Fand ich ein super System, ich habe mich da wirklich stundenlang da durchgekämpft. Sehr, sehr motivierend. Ich habe wirklich viel, viel Spaß daran gehabt. Deswegen halte ich das Spiel echt in hohen, hohen Ehren. Gargoyle's Quest war so eine Sache für mich damals. Also das genießt zu Recht heutzutage einen sehr guten Ruf, weil es mal was Interessantes ist. Ich habe es mir aber damals von einem Kumpel geliehen und überhaupt nichts gerafft, weil das Spiel nur in Englisch ist. Und ich war halt Anfang der 90er, da konnte ich noch kein Englisch. Zumindest nicht mehr ansatzweise so gut, dass ich irgendwie sowas verstehen könnte. Und ich wusste überhaupt nicht, was man da machen soll. Und das Spiel ist halt ein bisschen anders, als es gewohnt ist.
Und dadurch wusste man natürlich überhaupt nicht, was man machen sollte. Und zwar gibt es so rollenspielmäßig eine Oberkarte. Und wenn ihr zu einem Kampf oder zu einem besonderen Punkt kommt, dann habt ihr so eine Seitenansicht. Und ihr spielt halt diesen Gargoyle. Und dieser Gargoyle kann halt kurze Zeit schweben. Und dadurch könnt ihr natürlich euch durch verschiedene Gefahren manövrieren und so weiter. Als Angriff könnt ihr Feuer spucken, glaube ich, wie das richtig im Kopf habe. Ist auch schon länger her, dass ich es gespielt habe. Ich meine, es ist zu viel Spielwissen in meinem Gehirn. Da kann ich mir nicht immer alles behalten. Ich weiß, super Ausrede. Ja, auf jeden Fall ist das sehr, sehr schön, auch sehr, sehr schwer, aber durchaus empfehlenswert auf jeden Fall. Kommen wir zu den NES-Spielen. Klar, das waren die Gameboy-Titel. Wie gesagt, alle, die hier gefeatured sind, bis auf Castlevania vielleicht nur mit Einschränkungen, super Titel. Boulder Dash ist natürlich die Umsetzung von dem alten Arcade-Klassiker. Prinzip, ihr habt diese Karten, dieses Erdreich, nenne ich es mal, die sind alles in Quadrate unterteilt und ihr könnt halt Erdreich wegbuddeln, um an diese Diamanten zu kommen. Ihr müsst halt aber aufpassen, weil es da auch Felsen gibt. Und wenn ihr den Felsen natürlich die Erde drunter wegbuddelt, dann fallen sie nach unten. Und so müsst ihr halt immer so ein bisschen kombinieren und so weiter. Ja, ist halt Boulder Dash, wie das natürlich auf den NES jetzt portiert wurde, kann ich nicht sagen. Ist aber vom Spielprinzip ein Klassiker, kann man nicht viel falsch mitmachen auf jeden Fall. Sword and Serpents, vier Helden in der Kampagne gegen die Riesenschlange. Ja, das sieht man schon am Cover, ich halte es mal in die Kamera. Das muss irgendein Rollenspiel sein. Ich sehe auch hier gerade ein Rollenspiel aus der Ego-Perspektive. Ich glaube, da gab es auch gar nicht so viele auf dem Computer auf jeden Fall. Oh, vier Spielermodus sogar, wie sie hier sich alle schön versammeln. Das war ja eigentlich so eher die Stärke von Heimcomputer, ne? Diese typischen Rollenspiele mit dieser Ego-Ansicht und so weiter. Haben es aber ab und zu auch auf die Konsolen geschafft. Und hier auch auf dem NES. Zu dem Spiel kann ich auch ehrlich gesagt nichts sagen. Es ist zumindest meines Erachtens ist kein zeitloser Klassiker geworden. Aber es sieht durchaus interessant aus, wie halt diese Rollenspiele damals halt waren. Ne? Das war schon wirklich was Besonderes. Und jetzt habe ich hier Kickle Cubicle. Ja, das ist auch ein schönes Spiel und zwar müsst ihr, wenn ich das richtig im Kopf habe, hier Blöcke rumschießen, dass irgendwo andere Eisblöcke sind, worüber ihr laufen könnt, um ans Ziel zu kommen. Klingt jetzt blöd, aber Kickle, ne? Kicken, treten, Cubicle, Quadrate, Dingsbums. Ihr müsst im Prinzip mit der Spielwelt interagieren, um euch Wege zu schaffen. Aber auch hier, ich weiß nur ungefähr, worum es geht. Ich weiß, das wiederhole ich jetzt in letzter Zeit öfter. Ach, DuckTales hat auch der Vorgänger hier sich gekauft. Super. Kann ich euch nur empfehlen, jedem wärmstens ans Herz empfehlen. DuckTales 2 gab es ja auch ein schönes Spiel, aber nicht so besonders wie das, aber auch durchaus solide auf jeden Fall. Ja, Super Mario Bros. 3 wird hier angeteasert, da zu dem Spiel muss man glaube ich nicht mehr viel sagen. Lesertipps. Für Golf Boa Fighter Deluxe auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Nintendo World Cup natürlich. Mein Lieblingsfußballspiel aller Zeiten. Snake Metal Roll, auch ein super Spiel. Ghosts and Goblins. Tipps von den Profis. Ach, da haben sie das damals noch so ein bisschen unterteilt. Auch hier Mega Man 2, A Boy in the Blob. Da habe ich den Gameboy-Titel mit Rescue of Princess Blobette. Schöner Zungenbrecher, fast. Keine Ahnung. Guardian Legend, kenne ich auch nicht. Was sage ich oft, ne? Wie gesagt, hier nur 51 Seiten, Freunde. 51 Seiten. Finde ich krass, dass die Magazine damals so klein waren. Aber gut, wenn man nur zwei Systeme hat und zu der Zeit es auch nicht so viele Spiele rauskamen wahrscheinlich, haben wir natürlich auch nicht so viel zu berichten. Ne? Aber das war die Ausgabe von 5.91. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mal schauen, wie wir es weiter mit den Blätterfolgen machen. Auf jeden Fall. Kriegen wir irgendwie hin. Ich krieg hoffentlich noch irgendwie weitere Magazine ran. Kriegen wir hin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.